Herzlich willkommen zum heutigen Video. Hier möchte ich einen kleinen Trick zeigen, den ich gerade jetzt bemerkt habe. Und ja, der ist wieder mal so einfach, dass es mich ärgert, dass ich nicht schon vorher drauf gekommen bin. Aber für mich sehr hilfreich, weil ich erstelle viele Grafiken. Es geht hier um PowerPoint-Vorlagen zu erstellen, die man dann wiederum für YouTube-Videos nutzen kann, für die benutzerdefinierten Thumbnails oder auch für Facebook-Werbung oder was auch immer. Und das sieht jetzt ziemlich cool aus und ist einfach zu machen. Ich zeige jetzt, wie das geht. Ich mache nämlich eine mehrfarbige bunte PowerPoint-Vorlage. Ich bin jetzt hier schon beim PowerPoint 2010 eingeloggt und ich mache jetzt das ganz einfach. Ich mache jetzt einen zwei- oder dreifarbigen Hintergrund. Alles, was hier zu tun ist, ist rechter Mausklick. So, dann passiert gar nichts. Doch, jetzt klappt's. Rechter Mausklick, dann ganz unten Hintergrund formatieren. Jetzt gehe ich auf einfärbige Füllung. Da wähle ich jetzt irgendeine Farbe, zum Beispiel lila. Schließen. Jetzt ist mal alles lila. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe hier runter auf mein Snipping Tool. Das müssten auch Sie beim Computer integriert haben. Und ich mache mir einfach einen Screenshot von einem Teilbereich dieser lilaren Folie. So, dann gehe ich auf Bearbeiten, Kopieren. Klick das Ding wieder weg. Brauche ich jetzt nicht hier. So, jetzt gehe ich wieder auf die Hauptfolie, gehe wieder auf Hintergrund formatieren und mache einen roten Hintergrund. Jetzt ist hier alles rot, ich schließe das hier und wenn ich jetzt rechte Maustaste Eingabeoptionen gehe, dann sehe ich hier meinen kopierten blauen Hintergrund, klicke hier drauf, schon ist er da. Und jetzt kann ich das Lilane hier überlappen mit dem roten. So, jetzt bin ich ein bisschen zu weit runter. Das ist dann eine kleine Anpassungsspielerei. Gut, so klappt das. Noch ein bisschen rüber. Gut, jetzt ist es schon zweifärbig. Wenn ich jetzt noch eine Farbe will, mache ich mir jetzt einen Screenshot vom Rot. Es ist genau der gleiche Vorgang wie zuerst. Jetzt mache ich hier einen Teilbereich vom Rot. So, bearbeiten, kopieren. Das klicke ich wieder weg. Das klicke ich auch weg. Ich gehe wieder in den roten Bereich, Rechtsklick, Hintergrund formatieren. Jetzt gehe ich hier einfach auf Schwarz. Das Rot ist weg, das Schwarz ist gekommen, das Lila ist sowieso noch da. Alles, was ich jetzt wieder mache, ist rechter Mausklick, Einfügeoptionen. Ich gehe wieder hier rein, weil da habe ich ja das Rote im Zwischenspeicher. Nehme ich das. So, jetzt habe ich das Rot hier und überlappe das Schwarze mit Rot. Hier bin ich wieder ein bisschen zu weit unten. So, jetzt habe ich eine dreifarbige PowerPoint-Folie. Ich kann das noch ein bisschen anpassen, damit der Abstand circa gleich ist, aber das ist jetzt nicht der Grund des Videos. Speichern als Foto und fertig. Man kann dann noch ein Bild drüber einfügen, ein freigestelltes oder einen Schriftzug einfügen, egal was. Es ist wirklich ganz einfach. Das ist ein kleiner Tipp heute von mir. Ich nutze das jetzt auf jeden Fall öfters. Es sieht ganz cool aus und wirklich einfach zu machen. Das war's wieder zu diesem Video. Falls es Ihnen gefallen hat, bitte, ja, dass ich es rausbringe. Mag ich, klicken Sie, mag ich und abonnieren Sie meinen Kanal. Da ist jetzt irgendwo ein Link, wo Sie das mit einem Klick machen können. So, bevor ich jetzt mehr Blödsinn noch quatsche, das war's zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen.